Meine geehrten Geschwister, hal unabbi'ukum ala man tanazzalu ash-shayatin. Wollt ihr, dass ich euch kundgebe über den, auf den sich die Schayatine herabkommen lassen? So sagt Allah, tanazzalu ala kulli affakin athim. Sie steigen herab auf jeden hinterlistigen Lügner, abscheulichen Lügner. So sehe ich mich gezwungen, dass ich über eine Sekte spreche, die in letzter Zeit für sehr viel Aufruhr sorgte und viele Fragen aufgekommen sind bezüglich, wer sind sie und wozu rufen sie auf. Und zwar ist das die irregeleitete Sekte der Sufi, der Tasawwuf. Eine Sekte, die sich Suh zuschreibt. Also, dass sie sich von der Dunya lossagt und sich mit Ibadah beschäftigt. Doch in Wahrheit neigen sie ihren Gelüsten und empfinden Ibadat wie gemeinsame Dhikr oder andere Shirkiyat, wie auch Kufriyat. Diese Sekte ist im dritten Jahr der Hijra entstanden, wo sehr viel Philosophie übersetzt worden ist vom Griechischen ins Arabische. Deswegen auch der Name Suf, entweder von der Wolle, wie die Gelehrten sagen, denn sie trugen Socken aus Wolle, oder von Sofia, der Stadt aus Griechenland, woher auch sie die Philosophie nahmen. Sie wurden bekannt in Basra, im Irak, wo sie dann ihre Ideologien und Ideen weit verbreitet haben. Und unter ihnen gibt es zahlreiche Orden oder auch Wege. Und wir werden heute nicht darüber sprechen, über ihre Reihenfolge, dass der Scheich über alles und jedem steht und dass er seinen Murid hat, seinen Schüler, der sich ihm nicht widersetzen darf und nichts hinterfragen darf und alles tun muss, was er ihm befiehlt. Und dies geht so weit, dass er ihn anbeten muss. Wir sprechen auch nicht darüber, dass er der Schüler, seinem Scheich, einen Treueeid leisten muss. Dass er ihm folgen wird, egal wohin und was er auch tut. Wir werden auch nicht speziell über ihren Wird. Was ist Wird? Etwas, was sich ständig wiederholt. Wird, wenn zum Muslim gesagt wird, wird, versteht er darunter, dass er ständig den Koran rezitiert. Doch nicht bei ihnen. Bei ihnen ist es, wie sie sagen, Dhikr, das Gedenken Allahs, welches zweifellos eine gewaltige Ibadah ist, aber nicht so, wie sie es tun. Der Gesandte, alaihi salatu wassalam, wurde nicht einfach so entsandt, sondern um uns zu zeigen, wie sollen wir Allah dienen. Jeder, der von dem Weg abschreitet, so wird er nicht dafür belohnt, sondern er wird bestraft. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Betet so, wie ihr mich beten gesehen habt. Und nicht anders. Somit, wenn eine Ibadah akzeptiert werden soll bei Allah tabarak wa ta'ala, sind zwei Voraussetzungen notwendig. Ikhlas, Aufrichtigkeit, dass du diese Tat nur für Allah machst und dass du sie nach der Sunna des Gesandten sallallahu alaihi wasallam vollziehst. Wodurch sie wieder übertreiben und eigene Ibadat erfinden und bekannt worden sind mit Dhikr, so teilen sie die Personen in drei Kategorien. In allgemeine Menschen, die einfach so Dhikr machen. Dann kommen die Murid, die erkannt haben, was im Scheich verborgen ist. Denn dies ist ein mythischer Islam, wie sie sagen. Und wisset, sobald jemand sagt, etwas ist mystisch, verborgen, so wisse, dies ist Batil. Allahs Religion, der Koran ist mobil, deutlich. Deutlich für jeden von uns. Nicht nur für Auserwählte. Sobald jemand beginnt, dich über den Tisch zu ziehen und dir Lügen zu erzählen, es gibt mystische Bedeutungen, so weit weg von diesem Shaitan.
Der Gesandte alaihi salatu wasalam sagte, ich habe euch auf klaren Beweisen dargelassen. Der Tag ist so klar wie die Nacht und die Nacht ist so klar wie der Tag. Und dann kommt jemand und sagt, es gibt aber etwas Verborgenes, was nur der Scheich kennt. Diese, die dieses Verborgene erkannt haben, die sind schon einen Schritt weiter und rufen dann nur Allah, Allah, ständig Allah, Allah. Oder Al-Hay, Hay, der Lebendige. Und dann kommt die Elite. Die Elite, die in den Schirk schon so tief reingefressen ist und sich nicht mehr auskennt, diese rufen Hu, er. Statt Allah rufen sie er. Und wiederholen ständig er. Und wollen so Allah tabarak wa ta'ala näher kommen. Somit jeder, der Verstand besitzt, weiß, dass dies nicht der Islam sein kann. Und wenn Nicht-Muslime das sehen, was wirklich hinter verschlossenen Türen geschieht, sagen sie, so eine Religion möchte ich nicht. Was auch Verständnis ist, weil so verständlich ist. Und sie haben noch zahlreiche weitere Bid'a, Kufriya, in den Islam reingewickelt. Doch das, über welche Sekte ich heute genau sprechen möchte, ist die, die am weitesten verbreitet ist in unserer Region. Zwar Naqshbandiya. Dieser Orden, erfunden von Muhammad Bahauddin, der im Jahre 791 verstorben ist, der dazu aufgerufen hat, wie auch Batiniya, dass der Koran nicht deutlich ist, sondern dass der Koran versteckte Nachrichten hat. Und niemand versteht sie außer der Scheich. Somit kommst du und sagst, der Alkohol ist verboten, aber der Scheich sagt, ja, aber nicht für mich. Ich habe verstecktes Wissen. Somit rief er auch dazu auf, als Vermittler zu dienen. Anstatt dass wir Allah direkt anbieten, brauchst du immer einen Vermittler. Du musst dich immer vor einem Menschen, vor einem Scheich von denen, erniedrigen, so wie man sich nur vor Allah tut, dass er dir sozusagen ein gutes Wort bei Allah einlegt. Er ist es, der dazu aufgerufen hat, vollkommene Gehorsamkeit. Also was er befiehlt, darf nicht hinterfragt werden. Und was er sagt, so ist es. Und niemand hat das Recht, irgendwie in einer Art und Weise dies zu hinterfragen. Und so erwähne ich einige Standpunkte, die wir als Muslime glauben und was sie glauben. Allah tabarak wa ta'ala sagt, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ. Dies ist, weil Allah die Wahrheit ist. Und er ist es, der sterben lässt und leben lässt. Und er ist zu allem fähig. Dies ist unsere Überzeugung und die Überzeugung jedes Muslims. Doch was sehen wir in ihrem Buch, im Weg der Naqshbandiya, also Tariq al-Naqshbandiya, so heißt dieses Buch. Auf Seite 15 sagen sie, wenn du diesen Vers liest, aber mit der Bedeutung, mit der verschlüsselten Bedeutung, nicht offensichtlich, wenn du ihn offensichtlich liest, ist Allah die Wahrheit. Doch wenn du Batinhu, wenn du das Innere liest, so wirst du eine Stufe erreichen, die kein Sahabi erreicht hat oder ein Prophet. Und du wirst erkennen, dass Abu Zayd al-Bistami eher die Wahrheit ist. Auch ein Sufi, der die Religion ausgelacht hat. Du wirst erkennen, dass er Haq ist, neben Allah. Somit ist dies Schirk. Und mit dem Schirk geht es weiter. Wir Muslime sind überzeugt, dass Allah tabarak wa ta'ala alles lenkt. Er ist der Erschaffer aller Dinge, der Herrscher aller Dinge und zugleich lenkt er alle Dinge. Und nichts kann sich seiner Kontrolle entziehen. Und so sagt auch Allah tabarak wa ta'ala, مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. Und sie haben keinen Helfer neben ihm und niemand, kein Teilhaber hat er in den Angelegenheiten, die Allah tabarak wa ta'ala festlegt. So sehen wir bei ihnen im Buch das Meer der Barmherzigkeit auf Seite 33, wo sie sagen, der Wali,
Und sie nennen ihre Schuyuch Awliya. Der Wali, wenn er sagt zu etwas, kun fayakun, werde und es wird. Ein Mensch kann entscheiden, was passiert. Und sie entsprechen Allah und sagen von Allah die totale Kontrolle ab. Sie stellen wieder ihre Schuyuch gleich mit Allah, tabarak wa ta'ala. Des Weiteren sehen wir auch, dass bei uns, den Muslimen, wir überzeugt sind, dass niemand von uns jemals die Stufe eines Sahabi erreichen kann. Der Gesandte alaihi salatu wassalam sagte, wenn jemand von euch so viel wie Berg Uhud spenden würde, könnte er nicht die Stufe eines Sahabi erreichen, der nur eine halbe Dattel spendet. Denn die Sahaba waren da, wann es am härtesten war. Die Sahaba sind unsere Vorbilder. Die Sahaba haben uns gelehrt, wie die Sunna zu verstehen ist. Und niemand von uns, was auch klarer Menschenverstand ist, kann auf einer Stufe eines Propheten sein. Der Gesandte alaihi salatu wassalam sagte auch, Khairu qarni qarni. Die beste Generation ist meine Generation. Dann die, die folgt, dann die, die folgt. Also die Sahaba und die Tabi'in. So sagen die Naqshbandiya, die nicht weit weg von uns sind, die sich als gemäßigte Muslime geben, die die Muslime verführen wollen, in Kufr und Schirk, in ihrem Buch Der Weg der Naqshbandiya gleich auf der ersten Seite, ihr könnt das alle selber nachlesen, sagen sie, wer diesen Regeln und Prinzipien folgt, von deren Sheikh, wer diesen Prinzipien folgt, der wird eine Position erreichen, die besser ist als eine Sahabi oder der Propheten. Auch sind wir Muslime überzeugt, dass Allah tabarak wa ta'ala erhaben ist über seine Geschöpfe. Er ist über den Himmel, über seinen Thron. Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Der Allerbarme hat sich über seinen Thron erhoben. Und Allah tabarak wa ta'ala sagt, A'amintum man fis sama, seid ihr sicher vor dem, der über den Himmeln ist. Und Allah sagt auch, wa nunazzilu min as-sama, und wir bringen herab vom Himmel. Oder wenn er über den Koran spricht, Tanzilu min Rabbil Alamin, er wird herabgebracht von dem Herrn der Welten. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und zu ihm steigt das gute Wort herauf. Also zeigt das alles, dass Allah über uns ist. Sogar die Kuffar wissen, dass Allah über den Himmel ist. Wenn ein Fußballer ein Tor schießt, zeigt er so zum Himmel. Jedoch, was ist mit den Sufiyen? Sie sagen, Allah ist überall. Und haben die Überzeugung von Wahdat al-Wujud. Wir alle sind in Allah drinnen. Erhaben sei Allah über dem, was sie sagen. Wenn wir sagen, Allah ist überall, dann ist Allah in uns drinnen wie auch im Kafir. Ist Allah auch auf der Toilette und überall. Gebührt diese Orte einem König. Allah ist der König der Könige. Und ihm steht es zu, dass er mit seiner Majestät über den Geschöpfen ist. Und so sagen sie auch weiter, also in ihrem Buch Haqiqatul Haqqani, dass Allah überall ist und ganz besonders in der Kaaba, weil er nannte die Kaaba Baytullah. Dies ist Allahs Haus. Und es ist logisch, wenn dies sein Haus ist, dass Allah da drinnen ist. Doch würden sie den Koran verstehen, würden sie wissen, dass jede Moschee Allahs Haus ist. Wa annal masajida lillah. Und die Moscheen gehören Allah. Das sind alles Allahs Häuser. Somit ist Allah getrennt von seinen Geschöpfen über den Himmel und nicht überall. Ein weiterer Kufr, den ganz besonders diese Gruppe, die kein Problem hat mit dem Lügen, die behaupten, dass ihre Lehren auf Abu Bakr zurückgehen, aber natürlich ohne Überlieferungskette, ohne Sanad, einfach mal so behaupten, قُلْ هَاتُ بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Gebt euren Beweis, wenn ihr aufrichtig seid. Ihr habt keinen Beweis.
Ihr lügt auf Abu Bakr radiallahu anhu, der frei von euch ist. So sagen sie, dass die Awliya und ihre Shuyukh wissen, wann Yawm al-Qiyamah ist. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam wird gefragt von den Mushrikin, wann ist die Stunde, wenn du schon so sehr darüber sprichst. Er sagt, قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ. Sag, O Muhammad, das Wissen über die Stunde ist nur bei Allah. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. Und ich bin nur ein deutlicher Warner. Auch im Hadith Jibril, Belieferer von Umar radiallahu anhu, verzeichnet in Bukhari und Muslim, fragte Jibril den Gesandten alaihi salatu wassalam, wann ist die Stunde? So sagt der Gesandte alaihi salatu wassalam, der Befragte weiß darüber nicht Bescheid, genauso wie auch der Fragende. Der beste Mensch weiß die Antwort nicht. Und der beste Engel kennt die Antwort nicht. Doch was sagen Sie in Ihrem Buch Barmherzigkeit, also im Meer der Barmherzigkeit? So sagte Ihr Scheich, die Stunde und die Anzeichen sind schon nahe. In 2 Jahren ist Yawm al-Qiyamah. Diese Aussage hat er 1987 gesagt. Also wir haben nach seiner Meinung Yawm al-Qiyamah überlebt schon. Bei Ihnen ist es egal, ob jemand Muslim oder Kafir ist. Oder gläubig oder ungläubig. Oder Munafik. Sie sagen, wie Sie in Ihrem Buch verzeichnen, der Weg der Naqshbandiyya auf Seite 12, bei Allah sind wir alle gleich, ob Muslim oder Nicht-Muslim, ob gläubig oder ungläubig oder Munafik. Wir sind alle gleich vor Allah. Wieder eine Lüge über Allah. أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ. Sollen wir die Muslime gleichstellen wie die Übeltäter? مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. Was ist mit euch? Wie urteilt ihr? Sagt Allah. Und sie sagen, nein, 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 wir sind alle gleich. Also ihr seht, bei ihnen ist nur Schirk und Kufr zu finden. Und deswegen ist diese Sekte auch so gefährlich. Diese Sekte, wie wir schon am Anfang gesagt haben, hat sich Vermittler aufgestellt, um Macht zu bekommen. Ich bin gut mit Allah sozusagen. Du musst mich anflehen. Du musst mich bitten. Du musst dich von mir erniedrigen, dann lege ich ein gutes Wort für dich ein bei Allah tabarak wa ta'ala. Obwohl, dies ist der Schirk der ersten Mushrikin, also in der Zeit des Gesandten alaihi salatu wassalam. Dies war ihr Schirk. Dass sie sagten, wir können nicht einfach so mit Allah sprechen. Wir haben Sünden. Wir müssen jemanden suchen, der sündenfrei ist und haben Steine oder Bäume angebetet. Bei ihnen ist es noch schlimmer, sie beten Fujjar an. Also richtige Sündige. Und sie verlangen von ihnen, wobei Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Wenn dich meine Diener über mich fragen, O Muhammad, sag ihnen, ich bin ihnen nahe. Und wenn sie mich bitten, ich antworte ihre Bitte. Er sagte nicht, sie sollen dich fragen. Sie sollen mich fragen, sagt Allah. Und ich werde ihren Ruf antworten. Dies ist Tawhid. Doch was machen sie? Sie sagen, wie überliefert worden ist in Haqiqatul Haqqani, wäre nicht Maulana, also Nazim, wie auch Mehdi, wie auch der Gesandte, würden wir keinen Vermittler haben zu Allah und wir würden nie Allahs Wissen bekommen. Sie sind unsere Vermittler bei Allah. Also er ist tot. Er geht zu ihrem Grab und sagt, bitte, leg ein gutes Wort für mich ein bei Allah. Und die Würmer haben ihn schon längst aufgefressen. Er hört dich nicht. Und du kannst ihn auch nicht hören, wie er bestraft wird in Qabr. Für das, was er über Allah gelogen hat. Des Weiteren sind wir überzeugt, dass wir Yawm al-Qiyamah vor Allah stehen werden. Und wie überliefert worden ist in Sunan ibn Majah, sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, mit jedem von uns wird Allah sprechen.
Und es wird keinen Übersetzer geben. Jeden Einzelnen von uns. Für jemanden ist dies eine Ehre, mit Allah sprechen zu dürfen. Für jemanden ist es eine Strafe. Doch was sagen die Naqshbandiyya? So wie überliefert worden ist in Haqiqatul Haqqani auf der 11. Seite. Und ich erwähne absichtlich immer die Seite und das Buch, damit nicht jemand sagen kann, er lügt. Ihr könnt es selber nachlesen. So sagten sie, wer den Treueeid seinem Scheich leistet, dass er ihn anbeten wird, dass er ihm bedingungslos folgen wird. Yawm al-Qiyamah, wenn er vor Allah gebracht wird, wird sein Scheich das mit Allah übernehmen. Er wird nicht reden müssen mit Allah, sein Scheich wird das übernehmen. Und wird sagen, lass ihn, bestrafe ihn nicht. Als ob Allah auf jemanden schwach ist. Wie sehr beleidigen sie doch Allah, tabarak wa ta'ala. Des Weiteren sind wir überzeugt, dass Allah, tabarak wa ta'ala, der Einzige ist, der seinen Willen freien Lauf geben kann. Er ist es, der sich wir alle seinem Willen beugen müssen. Allah, tabarak wa ta'ala, sagt, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Ihr könnt nichts wollen, außer Allah möchte es. Somit, der Wille gebührt Allah. Und alles passiert, was Allah möchte. Und dann kommen sie wieder. Die Naqshbandiyya in Qutub al-Shaylan auf der 23. Seite berichtet einer von deren Shuyukh eine Angelegenheit und sagt, wäre nicht der Wille von Allah und den Awliya. Er stellt die Awliya gleich mit Allah. Als ob Allah zuerst um Erlaubnis fragen muss, einen Menschen, und ihn fragen muss, was meinst du, sollen wir das zulassen oder nicht? Seht ihr, wie abscheulich diese Aussagen sind von denen. Wir sind überzeugt, dass Allah der einzige Sachwalter über alle Dinge ist. Allah tabarak wa ta'ala sagt, Wallahu ala kulli shay'in wakil. Er kümmert sich um alle Angelegenheiten und hat keinen Teilhaber daran. Doch wir finden bei ihnen in Haqiqatul Haqqani auf der 15. Seite, dass der Sultan der Awliya, also unter den Awliya gibt es wieder einen Sultan, der die Welt der Menschen sachwaltet. Nicht nur der Menschen, auch der Dschinn und der Engel. Einfach alles. Was habt ihr für Allah gelassen? Hat Allah irgendeine Bedeutung für euch in eurem Leben? Von dem her, meine geehrten Geschwister, es ekelt mich, noch weiter von ihren Büchern zu zitieren. Denn es gibt noch zahlreiche Kufriyat und Shirkiyat, die sie, mit denen sie sich prahlen und preisen. Und es gebührt sich nicht, diese Abscheulichkeiten auf diesen ehrenhaften Platz zu erwähnen, wie das der Scheich ist, der in Yawm al-Qiyamah vor dem Feuer bewahren wird. Dass der Scheich es ist, der das verborgene Wissen kennt über Qadr und allem anderen. Somit sage ich nur eine Sache. Dies, was Imam Shafi'i rahimahullah sagte. Niemand von euch wird am Morgen mit den Sufis sein, ohne dass der Mittag antritt und er verrückt wird. Ahmak. Oder er sagt auch, wer 40 Tage unter ihnen weilt, so wird er nie wieder zu Verstand kommen. Er wird verrückt sein. Philosoph. Er lebt nicht in einer wahren Welt. Dies verzeichnet Imam Shafi in seinem Buch Talbis. Warum habe ich das erwähnt? Ihr sollt wissen, die sind nicht unsere Brüder. Sie sind weit weg vom Islam. Und das, wie sie sich versuchen zu zeigen, ist auch nur eine Täuschung. Wenn wir nicht anwesend sind, werden die Lichter ausgeschaltet, wird Dhikr gemacht, je nachdem welcher Tariqa, laut oder im Herzen nur. Denn sie sagen auch, besonders Naqshbandiyya, das Herz macht Dhikr. Also man muss gar nicht mit der Zunge aussprechen. Seht ihr, wie der Shaitan mit ihnen spielt. Und dann wird mit den Messern zugestochen im Kopf, im Hals und überall. Doch das ist nicht für die Öffentlichkeit. Und das sagen sie, dies ist ein Beweis von Allah, dass wir auf der Wahrheit sind.
Vielmehr ist dies ein Beweis, dass der Shaitan mit euch ist. Somit bitte ich Allah, tabarak wa ta'ala, und danke ihm, dass er uns zu der Sunna recht geleitet hat. Und bitte ihn, subhane, dass er uns die Wahrheit zeigt und sie folgen lässt. Und uns das Schlechte und die Lüge zeigt und uns davon entfernt. Unsere Taten annimmt und uns in sein Paradies eintreten lässt. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم.